der Prophet sallam, von Ibn Abbas, dass der Prophet sallam, gesehen hat, dass die meisten Leute der Hölle, meisten Leute in die Hölle kommen, Frauen sind. Und die meisten Leute, in die ins Paradies kommen, sind die Armen. Ja, dann sagen sie, schau mal, diese Religion ist gegen die Frauen. Auf keinen Fall. Das ist Quatsch. Der Prophet hat etwas gesehen und er hat davon berichtet, das alles. Zum Beispiel, du siehst 10 Leute und du sagst, 7 Leute sind krank und 3 gesund. Wo ist das Problem? Zum Beispiel, 10 Afrikaner und 10 Europäer. Und die Europäer, die bekommen alle irgendeine Krankheit. Und du sagst, ja, die Europäer haben diese Krankheit bekommen. Wo heißt das, dass du für Afrikaner bist und gegen Europäer? Nein, du erzählst nur von dem, was du erfährst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, achbara bidhalika, das wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat uns davon erzählt, was er gesehen hat. Erstens, die Frauen sind mehr als die Männer. Die sind mehr. Und das heißt nicht unbedingt auch, dass die Leute, die ins Paradies kommen, nicht auch mit Mehrheit Frauen sind.